Hallo, hier ist wieder euer frierender Rising Sun IP, zurück bei Let's Play The Legend of the Ocarina of Time. So, nach einer kleinen Woche Pause geht's jetzt hier mal weiter mit den Videos. Und jetzt habe ich erst mal was vor. So, und zwar ist auf dem Grund des Sees etwas versteckt. Und mit den schönen Eisenstiefelchen können wir jetzt mal schön absinken hier. Du kannst unter Wasser nicht atmen! Wird dir die Luft knapp? Zieh die Stiefel aus! Ja. Ich kann über eine Minute die Luft anhalten, auch selbst wenn ich hier rumrenne. Also die Rubine will ich übrigens hier nicht. Ich will das hier. Oh. Ich will das hier. Mein Herzteil! So. Und ein neues Herz ist dazugekommen. Gut. So, jetzt heißt es wieder hochschwimmen hier. Rubine, naja. Ist egal. La la la. Das Wasser muss scheiße kalt sein, ey. So, ja. Nicht hoch. So, und jetzt, da wir noch einmal blaues Feuer haben, teleportiere ich mich nämlich nicht direkt zum Hylia-See, sondern hol mir noch etwas. Und zwar habe ich doch gesagt, dass dieses rote Eis da auch um König Sora hier ist. Und den können wir jetzt befreien. So. Blöpp. Gut. Hallo, ich bin's mal wieder. Ich habe mal wieder euch gerettet hier. Oh, ich fühle mich wie neu geboren. Seid ihr es, der mich vom Eis befreit hat? Ich danke euch. Mir scheint, ihr könnt euch nicht sehr lange unter Wasser aufhalten. Ach nee. Als Zeichen meines Dankes nehmt bitte diese Rüstung. Mit ihr könnt ihr nun auch unter Wasser atmen. So, und zack, wir haben die Zora-Rüstung. Diese Unterwasserrüstung fast nur wachsen und wir können unter Wasser atmen. So, jetzt springe ich mal wieder hier runter. Und, ja, ziehen wir die mal an. Wupp. Und springen! Bäh. So, und ab geht's jetzt zum Hylia-See. Genau. Schawupp. Und der Hylia-See ist fast komplett ausgetrocknet. Ist ein Jammer, das hier zu sehen. So, jetzt geht's hier runter. Zack. Und ja, dieses Debakel müsst ihr jetzt leider ein wenig ertragen. Weil gleich im Wassertempel, naja. Ich muss immer wieder unter Wasser, dann laufen da, dann wieder hoch und dann wieder runter und was ist. Ich hasse diesen Wassertempel dafür, nämlich. Hallo? Ach, geht doch. So, und das ist der Hahn, der gerade auch eben ertrinkt. Wupp. Und willkommen im Wassertempel. Hahaha. Ziel ist es natürlich jetzt hier, den Endboss zu besiegen, der diesen Hylia-See hier ausgetrocknet oder austrocknen lässt. Wupp. Und dafür müssen wir erstmal nach ganz unten. Und ihr seht schon, es gibt, der Tempel ist noch Etagen aufgebaut. Und das Wasser können wir je nach Etage verändern. Heißt, wir müssen also einen. Ja, okay, das sage ich jetzt noch nicht, was das ist. Aber die Ocarina müssen wir jetzt auch öfters benutzen, sage ich mal so. Und erstes Ziel ist nämlich, sicher zu treffen. Oh, wenn ich mich recht entsinne. Link? Du bist Link, oder? Ich bin es, Otto, deine Braut, die Prinzessin der Zoras. Ich werde nie vergessen, was wir uns vor Jahren geschworen haben. Es war grauenvoll von dir, mich 7 lange Jahre warten zu lassen.
Doch jetzt ist nicht die Zeit, über Liebe zu sprechen. Es ist etwas Furchtbares geschehen. Soras Reich ist eingefroren. Alles ist über und über mit Eis bedeckt. Ein junger Mann namens Sheik hat mich aus dem Eis gerettet. Aber die anderen Soras wurden noch nicht. Ich will sie retten. Alle. Ich will Soras Reich retten. Du musst mir helfen. Du musst es für mich tun. Für die Frau, die du heiraten wirst. Link, hilf mir, das bösartige Ungeheuer zu vernichten, das in diesem Tempel lauert. Wirst du das tun? Im Wassertempel gibt es drei Stellen, an denen du den Wasserspiegel verändern kannst. Ich zeige dir den Weg. Folge mir und beeile dich. So, ja, ich beeile mich, ich bleib einfach mal stehen. Und sie beeilt sich auch sehr. Eigentlich könnte sowas viel, viel schneller schwimmen. So, jetzt heißt es wieder Schuhe aus. Lopp. Und hinterher. Oh, ich habe ein bisschen Schnupfen irgendwie. Super. So. Und Navi zeigt uns schon hier. Ich muss ausflippen. Und Moto ist nicht hier. Vielleicht durch diese Tür. Nö. Dafür werden uns neue Gegner hier. Aua. Und zwar müssen wir diese erst abwehren hier, damit sie sich zu Steinen verwandeln. Und dann können wir sie vernichten. Hallo? Geht doch. Warum sie sich zu Steinen verwandeln? Keine Ahnung. So, und erstes Dungeon-Item hier. Wird wahrscheinlich wieder die Karte sein. Ah, Hilfe. Ja, die Labyrinth-Karte. Was sie kann, wissen wir schon längst. Und ja, jetzt da... ja, Navi flippt hier aus, also werden wir hier Zeldas Wiegenlied spielen. Und zwar mit dieser Melodie müssen wir jetzt immer spielen, wenn wir den Wasserstand verändern wollen. Das ist extrem nervig. Und wupp. Aus dieser Höhe können wir uns natürlich abholen. So. Feuer und zwei Fackeln, das kennen wir schon aus dem Waldtempel. Heißt, wir nehmen das schöne Bogen hier. Ja, sehr intelligent von mir. Egal, nein. Und zurück kann man natürlich nicht. Und, ja, okay, so geht's. Und schnell wieder. Oh, das ist perfekt. Ich bin ein wieder zu blöd zum Zielen hier, das gibt's doch nicht. So, nächste Gegner, neue Gegner sind diese Muscheln hier. Und das heißt auch wieder abwehren. Oh, abwehren, wieder rangehen. Und in dieses Muschelfleisch, Staua, Muschelfleisch, Mundler, Muschelfleisch zu schlagen. Mann! Halt auf, mich zu trollen. Oh oh. Jetzt kommt die wieder angeschissen. So, stirb. Und. Aua. So, komm. Geht doch. Man kann die Viecher auch natürlich mit Bogen und Enterhack besiegen. Aber, naja, man kann es auch einfach mit dem Schwert machen. Und die erste kleine Truhe bedeutet, erster kleiner Schlüssel. So. Wieder raus hier. La 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 la. Jetzt ist hier unten alles trocken. Oh, da. So, und jetzt geht das Debakel wieder los. Jupp. Oh, okay. Moment, das hier kenne ich. Das hier kenne ich, hier muss ich noch nicht hin. Dann hol ich schon mal die Stiefel wieder. Wieder rauf. Okay, den Felsen können wir schon mal nach hinten schieben.
Die Musik macht einen auch irgendwann verrückt. So, und hinterher. Jupp. Und wieder aus. So. Ah, cool. Erste Wasserfontäne hier. Die Wasserfontänen hier sind recht cool. So, Moment warten. Und da kommt sie hoch. Zack. Und zwar sind wir jetzt Link mit Nachnamen mit zweiten Namen Jesus und können nämlich über Wasser gehen. Wenn diese Fontänen da sind. Jetzt kommt das hier. Ja, Wasserströmungen werden auch eine Menge hier im Tempel sein. Die können eigentlich auch einen auch ziemlich abfacken. So, unter Wasser können wir nur den Enterhaken benutzen. Und kann ich hier drauf? Nein, kann ich nicht. Schade. Okay, das heißt, es schnell sein. Moment. Also da hoch komme ich nicht. Mit dem Interhaken. Komme ich jetzt da hoch? Ja, okay, jetzt müsste ich da, glaube ich, hochkommen. Ja, jetzt komme ich da hoch. Okay. Jetzt heißt es gut zielen. Das kann ich ja so gut. Und schnell sein. Und diese scheiß Muschel besiegen. Oh oh. Hallo? Jetzt schnell, 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 aua. Egal, ob ich jetzt hier ein bisschen Leben verliere. Hallo, Kamera! Aua! Aua! Okay, auf kurze Distanz mit den Viechern, das ist so tödlich. Oh, Hilfe, nein! Hauptsache, seine Tippelschritte macht Link hier unten immer noch. Es geht auch so gut mit diesen Eisenstiefeln. So, jetzt mal hier hoch. So, okay, wir finden hier wieder einen kleinen Schlüssel. So, und jetzt wieder zack. Der ist Tor wieder da oben, da unten auf. Und wieder die Eisenstiefel an. Ach, ist das schön. Und wieder aus. So, ist diese dumme Wasserströmung hier. Nein! Schwimmi, schwimmi, schwimmi. So, lass mich. Ja, auf einmal wird hier die Strömung viel, viel stärker. Das ist auch komisch. So, du kümmerst mich nicht. Oh oh. Nein. Gut. Und wieder anziehen. Den ganzen Wassertempel werde ich jetzt wahrscheinlich immer nur anziehen und ausziehen sagen. Müsste mal wissen, wie oft ich das gesagt habe. Und passt da sowas? Hallo? Nein! Och nee, ey, Affenscheiße, was soll das denn hier? Toll, wieder anziehen. Jetzt ein bisschen zurückgehen, Endhaken, Endhaken, geht. Die Dinger kommen, glaube ich, näher. Gleich. Das ist mir nämlich auch schon passiert. Bis oben wird es wieder runtergeschmissen. So, und ich würde mal sagen. Dann bis zum nächsten Part, euer Rising Sun LP.